Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute backen wir New York Style Chocolate Cookies. Ja. Cookies kennt man ja eher, dass sie sehr flach und dünn sind. Der Unterschied bei New York Style Cookies ist, dass sie dicker sind, außen schön knusprig und innen sehr schokoladig und saftig. Mhm. Mhm. Okay, ich brauche Schokolade. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Na gut, let's go. Tschüss. Tschüss. Schön, nichts zum Regal. Starten wir mit unserem Cookie-Teig und es gibt nur ein paar Sachen, die man beachten muss, um herrliche New York Style Cookies zu machen. Welche die genau sind, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes brauchen wir 230 Gramm kalte Butter. Die Butter schneidet ihr in solch kleine Würfel und dann gebt ihr diese kleinen Butterwürfel in eine Rührschüssel rein. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Butter biegt. Eklor. Sobald die Butter dann in der Rührschüssel ist, mixen wir sie nur kurz mit dem Knethaken durch. Cookie-Tipp Nummer 1. Die Butter soll nicht schaumig geschlagen werden, nur kurz angemixt. Nun gebt ihr 140 Gramm Kristallzucker, ein Backerl Vanillezucker und 120 Gramm braunen Zucker zur Butter hinzu und mixt das Ganze für ca. 30 Sekunden. Dann gebt ihr insgesamt 450 Gramm grob gehackte Schokolade hinzu. Wir verwenden hier 300 Gramm dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 60% und 150 Gramm Vollmilchschokolade. Ihr könnt es dann natürlich variieren, je nach Geschmack und Belieben. Die Schokolade mixt jetzt auch für ca. 30 Sekunden unter. Als nächstes braucht ihr 430 Gramm glattes Mehl. Dazu gebt ihr jetzt 6 Teelöffel Backpulver, ihr habt richtig gehört, 6 Teelöffel Backpulver, 1/4 Teelöffel Natron und einen halben Teelöffel Salz. Das Ganze verrührt jetzt gut mit einem Schneebesen. Und diese Mischung gebt ihr jetzt zur Butter, zur Schokolade und zum Zucker hinzu und dann noch 70 Gramm Kakaopulver. Und das Ganze lasst ihr jetzt für 1 Minute bis 1,5 Minuten gut durchkneten. Und genau so soll die Masse dann ausschauen, richtig schön bröselig. Jetzt gebt ihr 2 ganze Eier und ein Eigelb in eine Schüssel, verrührt es kurz mit einem Schneebesen und dann gebt ihr die Eier zur Rührschüssel hinzu und lasst es 1 Minute mixen, bis alles schön miteinander vermengt ist. Zum Formen der Cookies braucht ihr jetzt ein kleines Brett oder ein kleines Blech, das belegt ihr jetzt mit Backpapier und dann braucht ihr noch eine Waage. Pro Cookie braucht man zwischen 125 und 130 Gramm der Masse. Das heißt, ihr wiegt jetzt die Masse mit der Waage ab, formt daraus eine Kugel. Die Kugel muss nicht komplett glatt und komplett gleichmäßig rund sein, das ist total wurscht und dann gebt ihr die geformte Kugel aufs Blech. Und diesen Vorgang wiederholt ihr mit der restlichen Masse, bis ihr 12 wunderschöne Cookie-Teig-Kugeln habt. Cookie-Tipp Nummer 2. Die fertigen Kugeln werden jetzt noch nicht gebacken, sie müssen jetzt für mindestens 2 Stunden in den Tiefkühler. Und der Grund, warum man das machen ist, würde man die Cookies jetzt sofort backen, würden sie beim Backen zu sehr auseinanderlaufen. Cookie-Tipp Nummer 3. Gebt ein Blech mit Backpapier in den Backofen, schaltet ihn auf 180 Grad Heißluft und lasst das Blech drinnen vorheizen. Das sorgt später dafür, dass die Cookies unten auch knusprig werden. Nun nehmt ihr das vorgeheizte Backblech aus dem Ofen raus, legt die gefrorenen Cookie-Teigkugeln mit genügend Abstand zueinander aufs Blech und dann gebt ihr die Cookies bei 180 Grad für ca. 18 bis 20 Minuten in den Ofen. Cookie-Tipp Nummer 4 und es ist auch schon der letzte. Solltet ihr nicht alle Cookies auf einmal backen wollen, dann könnt ihr die Kugeln in einen Gefrierbeutel und dann wieder zurück in den Tiefkühler geben. Und wenn ihr irgendwann mal wieder Lust auf Cookies habt, tada, habt ihr sie auf Vorrat. Super, oder? Nach der Backzeit nehmt ihr die Cookies aus dem Ofen raus, lasst sie aber noch 10 Minuten auf dem Backblech auskühlen, dann nehmt ihr sie vom Backblech runter und fertig sind unsere New York Chocolate Cookies. Die ganze Wohnung riecht nach Cookies. Herrlich. Und ich würde sagen, probieren wir gleich an. Schaut euch diese gigantösen Chocolate Chip Cookies an. Jetzt probieren wir gleich an. Jetzt reißen wir ohne in der Mitte auf. Oh ja. Oh, seht ihr die flüssige Schokolade. Mmh. Weiß man. Schokolade. Oh, herrlich. Hm. Das ist was für richtige Schokoliebhaber. Also Chocolate Chip Cookies pur. Wow. Außen
Hört ihr das? Schön knusprig. Innen so schön gooey. Auf Deutsch saftig und schokoladig. Herrlich. Und wisst ihr, was das Praktische an dem Rezept ist? Man kann es super auf Vorrat machen. Das heißt, ihr habt das ja gesehen, Teig machen, Bällchen machen, die Bällchen eingefrieren und man hat es praktisch immer parat, wenn man Cookies will, einfach aus dem Tiefkühler nehmen, aufs Backblech geben und backen. Und dann hat man immer herrlich frische, leckere Chocolate Chip Cookies. Herrlich. Süße, komm her und probier die Cookies. Probier gleich wieder. Also, ich muss euch ja gestehen, wenn ich Schokoladencookies esse, dann brauche ich zu einem so einen herrlichen Schokocookie und zum anderen ein Glas Milch. Also, ich freue mich jetzt schon sehr auf die Schokocookies und die sind schön saftig drin. Oh, da ist noch flüssige Schokolade. Herrlich. Da fließt die Schoki ums Punsch. Und außen so schön crunchy. Boah. Und innen so saftig. Und wie ist? Diese zwei verschiedenen Schokoladen, mit der dunklen Schokolade, mit der hellen Schokolade. Sehr lecker und wirklich ein super Rezept für Schokoliebhaber. Total. Und auch wenn ihr Gäste einladet, ein super schnelles Rezept und ihr könnt schnell was Süßes, Leckeres zaubern für sie. Das stimmt. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Ich würde sagen, ein Check auf die Cookies. Ein Check auf die Cookies. Mit die Cookies. Schokoliebhaber, probiert dieses Cookie-Rezept aus. Ihr werdet es lieben. Oh ja, unbedingt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Okay. Der Unterschied. Mehr Cookies. Und nochmal. Oh. Ich kann halt so gar nicht. Ich kann auch. Entschuldigung. Zu viel Lachflash. Ist noch immer noch. Na, okay. 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 Okay, warte. Zucker, Schokoma. Geht? Ja, es geht, es geht. Okay. Ich glaube, wir haben wirklich einen Zuckerschock, kann das sein? Ja. Okay. Es geht jetzt. Es geht jetzt. Schaff mir da. Hört aus, ihr werdet es lieben. Man muss aber weiter. Komm her. Wer kommt her? Du. Okay, ich glaube, es ist wirklich der Zucker. Okay.